Hallo und willkommen zurück zum C-Sharp Tutorial. In dieser Episode geht es weiter mit Vererbung und zwar im Speziellen gucken wir uns heute an, wie wir Methoden überschreiben können. Und zwar dazu folgende Idee mal. Wir wollen jetzt hier mal eine Funktion public string getCreatureID machen und wenn wir von außen jetzt das hier aufrufen, möchte ich sozusagen eine ID zurückbekommen, die sozusagen, ja, mir angibt, um was für eine Creature es sich eigentlich handelt. Also im Konkreten, wenn es ein Mensch ist, soll Human zurückgegeben werden. Wenn wir später noch zum Beispiel eine Katze machen, dann soll Cat zurückgegeben werden oder bei einem Hund soll Dog zurückgegeben werden. Gut, bei Creature hier selbst ist es ziemlich egal, aber dann machen wir auch einfach mal Return Creature. Und jetzt probieren wir einfach mal ganz stumpf Folgendes aus. Was passiert, wenn wir das Ganze jetzt mal kopieren, beim Human einfügen und jetzt in der Program.cs mal sagen, nicht h.h, sondern h.getCreatureID. Vorher müssen wir natürlich hier noch sagen, dass wir einen Human daraus machen. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann seht ihr, wird doch tatsächlich Human ausgegeben. Aber das Ganze ist im Moment noch nicht wirklich schön. Ich zeige euch gleich warum. Erst einmal, wenn wir jetzt hier nämlich draufhalten, dann steht hier human.getCreatureID blendet den vererbten Member creature.getCreatureID aus. Das heißt, wir überschatten hier etwas. Naja, ist ja auch irgendwie Ziel, oder? Wir wollen das Ganze ja hier in Human so auch haben, dass hier Human ausgegeben wird und nicht Creature. Ich mache das Ganze mal folgendermaßen. Wir machen mal ein Creature C ist gleich new Creature. Und dann sagen wir console.writeLine c.getCreatureID. So, da wir ja jetzt hier kein Human haben, sondern in der Creature sind, dann sollte ja auch Creature zurückgegeben werden. Und wenn wir das Ganze mal ausprobieren, dann seht ihr, dass das Ganze auch klappt. So, jetzt zeige ich euch aber etwas, was ihr bisher noch nicht kennengelernt habt. Und zwar ist ja jeder Human auch eine Creature. Und deswegen können wir Folgendes machen. Wir könnten sagen, dass wir hier als Datentyp nicht Human, sondern Creature nehmen. Aber dort natürlich einen Human reinspeichern. Und ihr seht, das funktioniert. Da jeder Mensch ein Lebewesen ist, können wir das machen. Wir können jetzt natürlich bei H nicht auf den Name zugreifen. Denn in Creature kann jedes Lebewesen rein, also können wir auch nur das nehmen, von dem wir wissen, dass es auch in Creature existiert. Aber alles, was in Creature existiert, können wir nehmen. Also auch unsere getCreatureID hier unten. Das heißt, wenn ich das immer wieder wegmache, unser Code hier unten funktioniert. Aber wenn ich jetzt das Ganze ausführe, seht ihr, wird hier nicht Human ausgegeben, sondern Creature. Und das ist im Prinzip der Fehler, den wir hier haben. Hier steht ja, dass unser Member creature.getCreatureID ausgeblendet wird. Und das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Also im Prinzip überschatten wir das. Denn wenn wir das hier wegmachen, dann haben wir die Funktion ja trotzdem nur halt vererbt. Wir wollen aber diese Funktion jetzt richtig überschreiben. Also dieses Überschatten funktioniert halt sozusagen so lange, bis wir an diesen Punkt hier kommen, dass wir einen neuen Human in Creature packen. Aber auch hier wollen wir, dass jetzt hier bitte auch Human ausgegeben wird. So, und dafür machen wir Folgendes. Wir sagen erstmal, dass unsere getCreatureID eine virtuelle Methode ist. Denn virtuelle Methoden sind extra dafür gemacht, dass man sie überschreiben kann. Dann machen wir mal hier das, was wir bisher hatten, wieder hin. Unser Public String getCreatureID. Und das Einzige, was wir hier jetzt abändern, ist, dass wir hier ein Override hinschreiben. Das heißt, wir sagen C-Sharp tatsächlich, wir wollen das überschreiben. Und ihr seht, jetzt ist unser Fehler hier verschwunden, beziehungsweise unsere Warnung. Und wenn wir das Ganze jetzt hier ausführen, immer noch mit dem gleichen Setup, dann seht ihr, dass jetzt tatsächlich Human ausgegeben wird. Denn das Ganze sorgt jetzt dafür, dass intern wirklich geguckt wird, was für eine Creature ist hier eigentlich drin und hat diese Creature, in dem Fall unser Human, die Methode überschrieben. Das Ganze funktioniert nur, weil es virtual ist, also eine überschreibbare Methode. Und weil wir dann hier auch wirklich Override angegeben haben, also C-Sharp weiß, wir wollen es überschreiben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schreibt in eine Klasse, die von einer anderen Klasse erbt, nicht einfach nur eine neue Methode, sondern macht es wirklich mit Virtual und Override. Das hat interne Gründe. Wie das genau intern funktioniert, will ich euch jetzt gar nicht sagen. Das ist ein bisschen zu kompliziert jetzt hier für dieses Video, aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob eine Methode virtuell ist oder nicht. Tatsächlich sind virtuelle Methoden auch ein bisschen langsamer, aber das sollte euch nicht wirklich interessieren. Das ist nämlich wirklich minimal. Achtet da nicht zu sehr auf die Performance. Ich wollte es trotzdem mal kurz erwähnt haben, denn sonst kommt ihr ja auch vielleicht auf die Idee, einfach alles virtuell zu machen. Das ist auch nicht unbedingt die beste Variante. Aber wie gesagt, wenn ihr dann etwas überschreiben wollt, dann macht es auch vernünftig mit virtual.
So, zum Schluss nochmal eine kurze Anmerkung, denn wir haben das Ganze jetzt hier für Methoden gemacht. Das Ganze funktioniert so gesehen auch genauso für Properties. Also Variablen kann man damit nicht überschreiben, denn die Variablen gibt es ja sowieso, da was zu überschreiben ergibt ja auch irgendwie gar nicht so viel Sinn. Aber Properties ist ja was anderes, denn hier haben wir wirklich Methoden. Und hier können wir jetzt genauso sagen, dass das Ganze ein Public Virtual Int ist. Und jetzt könnten wir hier in human.cs theoretisch auch sagen, dass wir public override age. Und dann seht ihr, habe ich das jetzt hier mal auto-generieren lassen, man könnte das Ganze jetzt überschreiben. Das hier ist eine Schreibweise, die ihr nicht kennt, das machen wir mal nicht. Also wir können hier zum Beispiel einfach sagen, return base.age. Und hier auch, machen wir das immer weg, solche Klammern hin. Und hier dann auch nochmal eine geschweifte Klammer. Und dann sieht das so aus, wie ihr es im Prinzip kennt. Das Einzige, was ihr nicht kennt, ist jetzt hier dieses Base. Und das bedeutet einfach, dass wir sozusagen auf das Vorherige referenzieren. Also das können wir immer nehmen, wenn wir Sachen überschreiben. Das könnten wir auch hier nehmen. Base.getCreatureID. Das würde jetzt nämlich in dem Fall wieder Creature zurückgeben, weil wir einfach von unserer vorherigen Klasse dann diese Funktion aufrufen. Das kann manchmal erwünscht sein. Es gibt Funktionen, wo wir dann einfach sagen wollen, naja, das Vorherige wollen wir auch noch aufrufen. Das heißt, wir wollen es gar nicht überschreiben, sondern, sage ich mal, dazulegen. Oder in dem Fall hier einfach, wenn wir, ja, quasi das Alte auch mit übernehmen wollen. Wobei wir jetzt natürlich in dem Fall hier das gar nicht überschreiben müssten. Also das hat jetzt im Grunde gar nichts geändert, da wir einfach auf das Vorherige zurückgreifen und dort age verwenden. Aber wie gesagt, mit Properties funktioniert das genauso. Das mache ich jetzt allerdings mal wieder weg. Okay, das soll es dann aber dazu auch gewesen sein. Falls dazu noch Fragen da sein sollten, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!